Guten Morgen zusammen und willkommen zur letzten Woche, bevor die Woche kommt, wo Heiligabend ist. So kann man das vielleicht ausdrücken, denn nächste Woche ist schon Heiligabend. Der dritte Advent ist auch schon gelaufen. Heute ist wieder Montag, man muss wieder arbeiten gehen. Kotz. Erfreulich ist aber, dass es wieder ein Adventskalender-Video gibt. Und deswegen fangen wir hiermit direkt mal an. Heute ist der 16. und bei der Degusta-Box haben wir hier direkt so ein Riesentürchen und vielleicht können wir eine Flasche Alkohol erwarten, um uns den Montag etwas, ich sage jetzt mal, angenehmer zu machen. Gucken wir einfach direkt mal rein, was da drin ist. Ich hoffe übrigens, ihr werdet einen guten Start in die Woche haben, hattet ein schönes Wochenende. Meins war mal wieder zu kurz und ja, das ist natürlich immer doof. So. Die geht alles auseinander. Aha. Ach, guck mal, die machen Papier nur rein, um das mal, wenn es wirklich nötig ist, nicht wie Amazon. Wobei bei der kleinen Schokolade letztes Jahr, da war es vielleicht auch nötig. Locker Tortina Originalkeks. Es gibt so dunkle Loka-Kekse, so diese kleinen Waffeln. Locker, locker, wie auch immer man das ausspricht. Fantastisch mit dunkler Schokolade. Und hier haben wir jetzt Vollmilchschokolade mit, ja, so Haselnusswaffel. Cool. Bin ich mal gespannt drauf. Ich kenne tatsächlich wenig Produkte von denen. Natürlicher Genuss aus dem Herzen der Dolomiten. Da wollte ich übrigens eh schon immer mal Urlaub machen. Wer kann mir die Dolomiten empfehlen und war da schon mal? Bitte in die Kommentare schreiben. Okay, kommen wir zum nächsten Türchen. Nehmen wir den Schoki Aldi Kalender 16. Zur Weihnachtszeit, zu Weihnachten gibt es viele Gemüse, gibt's viel Gemüse, zum Beispiel Marzipankartoffeln. Ja, damit bin ich einverstanden, damit bin ich konform, kann man auch sagen. Das sieht auch schon mal sehr köstlich aus. Ich glaube, das ist tatsächlich auch Marzipan. Passt also mal wieder zum Spruch darin. Ne, schon wieder zwei Schichten Nougat. Ich glaube, ich vertue mich hier öfter, oder? Ne, Praline mit Karamellgeschmack und Kakao. Sage ich doch, Marzipan, eindeutig. Ja, richtig schön süß, diese Pralinen. So, der nächste. Dann nehmen wir mal Amazon. Oh, guck mal, haben wir so mal direkt die Nummer 16 gefunden, ohne hier großartig rumsuchen zu müssen. Oh ja. Da kann man nicht viel falsch mitmachen. Eine Coca-Cola Zero, sogar nicht mal die ganz kleine, das hätte ja auch zu Amazon gepasst. Coca-Cola Zero Zucker, ja, läuft bei denen. Der ist tatsächlich, es ist jetzt nichts Besonderes, nichts Neues, aber es ist wenigstens kein gänzlicher Flop. Aber gut ist es auch nicht. Aber was soll's, ich reg mich nicht auf. Mir steht eine ganze Woche bevor. Gleich zur Arbeit oder später muss ich noch ein bisschen die Nerven bewahren. Vielleicht wird der World of Sweets Kalender mir noch die Laune noch aufbessern. Gott, ich habe keinen Bock zu arbeiten. Ups. Aber man soll ja auch froh sein, wenn man einen Job hat. Also von daher, hey, ich gehe jetzt gleich arbeiten. Juhu, toll. Ah ja, der Kinder Happy Hippo Biscuit. Es ist ja ganz interessant, weil in dem Degusta-Box-Kalender die große Box Kinder Happy Hippos Kakao drin war. Und hier ist die Sorte Biscuit drin. Aber Biscuit kenne ich irgendwie gar nicht. Das ist eine ausländische Sorte vielleicht oder so, oder? Ich weiß es nicht genau. Aber die Sorte Biscuit, ich meine, ist das nicht alles irgendwie voll mit Keks? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht genau. Jedenfalls ist hier die Sorte Biscuit drin. Ich werde es mir demnächst, also hier steht auf jeden Fall auch Englisch drauf, per Biscuit. Ich werde es mir demnächst genauer anschauen. Vielleicht ist es aber ja auch nur ein Kinder-Happy Hippo aus dem Ausland. Und es sieht jetzt quasi für uns ausländisch aus, weil eben Englisch drauf steht. Aber am Ende ist es nichts anderes, als wir hier haben. Mit Milch-Haselnuss-Füllung. Das ist doch der normale. Okay. Ein Kinder-Happy Hippo aus dem Ausland, ich meine, das ist ja irgendwie unnötig. Warum muss man das haben? Man kann ja auch die Deutschen kaufen. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich werde das mal recherchieren. Kinder-Happy Hippo ist jedenfalls nicht verkehrt.
Und das war's dann jetzt für heute. Nette Ausbeute, keine Highlights, aber eigentlich ganz gut. Und ich würde sagen, mit diesen Worten startet nochmal gut in die Woche, passt auf euch auf und bis morgen bzw. heute Abend zum nächsten Video. Adieu, danke fürs Zuschauen und ciao.